Wie muss es sein, frag ich mich. Vor Krieg und Tod ganz knapp entkommen. Anmaßend scheint es so sehr, privilegiert wie ich es bin, zu unternehmen den Versuch, das Leiden zu verstehen. Doch wenn es einmal dann geglückt und überwunden ist das Mittelmeer, Frontex und Europas Festungsmauer, die Verfolgung hört nicht auf. Deutsche Cops, die stürmen eifrig, an Uniformen bricht ein Trauma auf. In die Unterkunft zu Hunderten sind feindselige Rassistinnen. Oder Nazis als Securities, die nicht schützen, sondern foltern. Das scheint fast schon ganz normal. Und in der Zelle, da verbrennt, gebunden auf sein Totenbett, ein Refugee, ist halt nicht deutsch. Das Gericht spricht von der Mordtat frei. Es bleibt eines nur zu sagen: Mord, Folter, Deportation. Das ist deutsche Tradition.